Dazu muss man sich dann mindestens einmal die Woche treffen und eben das üben, was auf diesem Plan steht, sei das jetzt Fingern oder Lecken oder verschiedene Stellungen. Hey und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir und ganz herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode der Tinder bzw. Dating Community Stories, dem Format, in dem ich eure Dating-Geschichten erzähle. Mich haben wieder einige ziemlich skurrile Geschichten erreicht, deswegen würde ich sagen, wir quatschen gar nicht lange rum. Wenn ihr aber noch die eine oder andere Story habt, wo ich denkt, oh mein Gott, die muss ich unbedingt erzählen, weil die ist super cringe oder sehr lustig oder irgendwie vielleicht auch ein bisschen gruselig, dann teilt sie mir sehr gerne mit, entweder über Instagram direkt, da heiße ich genauso wie hier auf YouTube Fiesophie. Ihr könnt mir aber auch einen Kommentar unter dem Video hinterlassen oder ihr schickt mir ganz einfach eine E-Mail an die unten angegebene Mailadresse. Und jetzt starten wir aber auch gleich rein in die erste Geschichte für heute. In dieser hat mir das Mädel erzählt, dass sie den Typen, um den es in der Story geht, schon ein Weilchen gedatet hat. Und irgendwann hat er dann vorgeschlagen, dass sie ja bei ihm zu Hause einen Wellness-Tag einlegen könnten. Bei dem Date an sich hat er dann eben das Bad vorbereitet, hat ein Vanille-Schaumbad eingegossen und auch so eine ganz coole Badebombe von Lush dazu gegeben, die wahrscheinlich auch entsprechend geduftet hat. Sie haben es sich dann im Bad gemütlich gemacht, sind dann zu zweit in der Badewanne gelegen. Er hat dann seinen Laptop auch noch daneben gestellt und sie haben sich einen Film auf Netflix angeschaut. Währenddessen waren seine Hände überall auf ihrem Körper. Es hat aber jetzt auch nicht so geklungen, als hätte sie das großartig gestört. Allerdings hat dann plötzlich irgendwann sein Telefon angefangen zu klingeln, weshalb er panisch aus dieser Badewanne gesprungen ist und zu seinem Handy gerannt ist. Und dann hat er plötzlich gemeint, ach, sie muss sich jetzt sofort anziehen, er muss jetzt gehen, er hat komplett vergessen, dass er eigentlich seine Mutter vom Bahnhof abholen wollte. Und er muss in 2 Minuten jetzt aus der Wohnung sein und sie vom Zug abholen. Und nicht nur er muss die Wohnung verlassen, sondern somit auch sie. Er hat sie dann aus der Wanne gejagt und sie stand dann da komplett nass und nackt mit noch nassen Haaren und hat sich dann versucht, schnell anzuziehen, während er den Stress seines Lebens hatte. Sie war natürlich auch komplett gestresst und fertig, hat sich irgendwie versucht, so halb abgetrocknet in ihre Klamotten zu werfen. Und ja, dann war sie auch innerhalb von 2 Minuten aus der Wohnung schon wieder draußen. Er ist dann völlig gestresst zum Auto gesprintet und hat sie dann betröppelt vor der Tür stehen gelassen. Boah, wirklich Wellness war der Tag wohl nicht. Ich habe nicht erfahren, wie es dann mit den beiden noch weitergegangen ist. Vielleicht hat er sich ja doch nochmal entschuldigt und es ist irgendwie weitergegangen, aber irgendwie klingt es nicht so ganz danach und ich hätte es auch nicht so prickelnd gefunden, vor allem wenn es eigentlich seine Wohnung ist und so hätte ich das eigentlich von der Story her interpretiert. Dann hätte er ja auch einfach sie quasi zurücklassen können, seine Mutter abgeholt und dann wäre er halt wiedergekommen. Aber anscheinend war das nicht machbar. Ich meine, es ist natürlich die Wohnung von der Mutter ist, dann kommt es vielleicht nicht so gut an, wenn sie dann da nackt in der Badewanne liegt und er sie nach Hause bringt. Aber ja, ist auch eine interessante Art des ersten Kennenlernens, muss man auch dazu sagen. In der nächsten Story hat ein Mädel erzählt, dass sie einen Typen über Hinge getroffen hat und sie sind dann während ihres Dates auf das Thema Bodycount gekommen und er hat ihr erzählt, dass dieser bei 1 liegt und dieser eine war auch tatsächlich nur ein One-Night-Stand. Er hatte dann erklärt, dass er in diesen Belangen noch unbedingt üben muss und er quasi einen, wie er es genannt hat, Trainingsbuddy braucht, um ein richtig guter Ficker zu werden. Er hat dann tatsächlich auch einen Trainingsplan erstellt, den er ihr gezeigt hat und wo er quasi aufgeschrieben hat, was jede Woche trainiert werden soll. Dazu muss man sich dann mindestens einmal die Woche treffen und eben das üben, was auf diesem Plan steht, sei das jetzt Fingern oder Lecken oder verschiedene Stellungen. Und dieser Trainingsplan ging für etwa 3 Monate, wobei man sich in den letzten Wochen dann immer zweimal trifft, damit da Wiederholungen stattfinden können, weil das sind ja dann Wiederholungsübungen, um nämlich das ganze Thema auch noch ein bisschen zu vertiefen. Er hat dann eben gemeint, dafür braucht er einen Trainingsbuddy, denn er hat bei seinem One-Night-Stand gemerkt, dass er eben noch nicht so gut drauf ist und dafür möchte er jetzt unbedingt trainieren und ja, da hat er sie quasi angefragt, ob sie nicht sein Trainingsbuddy werden wollen würde. Sie hat allerdings dankend abgelehnt, weil sie gemeint hat, dass das eine Art
Trainingsplan ist, den sie jetzt nicht unbedingt mit ihm verfolgen möchte. Sie hat auch gesagt, sie ist recht gespannt, ob er dann eigentlich noch jemanden gefunden hat, der sich darauf eingelassen hat, das mit ihm zu trainieren. Ich meine, ja, warum eigentlich nicht? Es gibt bestimmt welche, die das irgendwie spannend finden. Ich denke mir halt, man sollte vielleicht jetzt nicht unbedingt eine große Wissenschaft daraus machen, beziehungsweise so, wie es für mich klingt, war das jetzt halt auch nicht unbedingt so gedacht, dass er das jetzt trainieren möchte, damit er auch für immer bei der bleibt, sondern es klang eigentlich eher so, als würde er ein großer Aufreißer werden wollen. Und da ist dann wiederum die Frage, okay, möchte man sich quasi dafür hergeben, außer man sagt ja, ich will eh auch nur das eine von ihm und deswegen ist es mir jetzt egal. Aber ob man jetzt sagt, okay, ich möchte jetzt dein Übungspartner sein dafür, dass du dir danach, wer weiß, wie viele andere aufreißt, das muss jeder für sich selber wissen. Es ist auf jeden Fall eine interessante Herangehensweise. Es gibt ja andere Leute, die sagen, sie haben irgendwie Listen, wo sie sagen, das und das möchten sie halt alles irgendwie gemacht haben. Er hat halt eine andere Art, an das Ganze heranzugehen. In der letzten Geschichte für heute hat mir ein Mädel eine Story erzählt, die ihr wohl gerade eben passiert war. Deswegen hat sie auch dazu geschrieben, ist von eben jetzt. Und da hat sie gemeint, sie hat über Tinder jemanden kennengelernt, mit dem sie sich in einer Bar verabredet hat. Und der erste Satz, als sie auf ihn zukam und ihn angelächelt hat, war von ihm, oh, deine Zähne sind ja komplett schief. Also ohne Hallo, ohne Hey oder sonst irgendwas, einfach nur, deine Zähne sind ja schief. Und sie hat sich gedacht, naja, sie hat jetzt keine super perfekten, geraden Zähne, aber so schlimm, dass man jetzt beim allerersten Aufeinandertreffen das direkt kommentieren muss, ist es jetzt auch nicht. Es ist eben der Fall, dass ihre Schneidezähne sich minimal vorne überlappen, aber es ist jetzt nicht so, dass sie ein Labyrinth als Gebiss hat, hat sie gemeint. Sie hat mir auch ein Foto geschickt, was ich hier mal eben einblenden kann. Und er hat aber daraufhin noch gesagt, dass er auf den Fotos, die sie auf Tinder hatte, das ja gar nicht gesehen hat, weil entweder hatte sie beim Lächeln ihre Lippen geschlossen oder es war von so weit weg, dass man das eben nicht erahnen konnte. Sie hat dann gemeint, naja, sie hätte schon auch Bilder reinstellen können, wo man das offensichtlicher sieht, hat aber natürlich nicht daran gedacht und dann scherzhalber gefragt, ob sie lieber ein Röntgenbild von ihren Zähnen hätte reinstellen sollen und er hat dann ganz trocken gemeint, naja, wäre eigentlich keine schlechte Idee, denn so würde man keine bösen Überraschungen erleben. Sie haben sich dann ein Getränk bestellt und haben dabei ein bisschen geplaudert, beziehungsweise geplaudert heißt, er hat ihr in einer Tour erklärt, wie wichtig Zähne sind und dass das für Gesundheit spricht und ob sie dann als Kind Angst vorm Zahnarzt hatte, beziehungsweise dass sie sich unbedingt ihre Zähne korrigieren lassen muss. De facto ging es die ganze Zeit nur noch um Zähne und sie hat gemeint, so sehr stört es sie nicht. Natürlich, es ist was jetzt nicht perfekt ist und es fällt ihr auch auf, aber es ist eine so minimale Sache, dass sie jetzt dafür keine so aufwendige und vor allem kostspielige Behandlung durchführen lassen wollen würde, dass es ihr das wert wäre, dass eben dieser kleine Schönheitsfehler behoben wird. Als sie dann irgendwann ihr Getränk ausgetrunken hatten, hat er nochmal drüber nachgedacht und hat dann gemeint, naja, also wenn sie jetzt nicht bereit wäre, ihre Zähne richten zu lassen, dann weiß er nicht, ob eine Beziehung mit ihr sinnhaft wäre, weil dann kann er sich auch keine Beziehung mit ihr vorstellen und sie hat dann gemeint, naja, dann lass uns das Date an dieser Stelle lieber beenden. Sie hat jetzt nämlich auch argumentiert damit, dass sie gesagt hat, sie braucht halt auch keine Beziehung mit jemandem, der so oberflächlich ist und hat gesagt, naja, ist doch nicht oberflächlich, aber Zähne stehen eben für Gesundheit und er möchte gerne eine gesunde Frau an seiner Seite haben. Er hat dann außerdem gemeint, dass sie ihr Getränk selber zahlen soll, denn er lädt nur Frauen auf etwas ein, die zu ihm passen und die genauso viel Wert auf ihre Gesundheit legen wie er. Wohlgemerkt, während er den letzten Schluck seines alkoholhaltigen Getränks ausgetrunken hat. Also so viel zum Thema Gesundheit. Sie hat aber natürlich kein Problem damit, das jetzt zu bezahlen, aber das Argument war halt ein bisschen meh. Ja, okay, also ich glaube, das ist dann auch nicht weiter verfolgt worden, verständlicherweise irgendwo. Ja, ich verstehe schon, dass man sagt, keine unschönen Überraschungen und sowas. Das kommt ja immer wieder vor, dass Leute ein bisschen schummeln bei ihren Fotos oder sonst was. Aber so schlimm ist das jetzt auch nicht, dass man sagt, oh mein Gott, du musst das unbedingt richten lassen, sonst kann ich mir absolut keine Beziehung vorstellen. Natürlich jedem das seine, wenn er wenigstens von vornherein sehr ehrlich ist und sagt,
geht so nicht, will ich nicht, kann ich nicht, dann okay, von mir aus, aber man muss trotzdem nicht so extrem mit der Tür ins Haus fallen und sagen, oh mein Gott, das geht gar nicht, du musst das richten lassen. Das ist halt auch nicht so die nette Art. Und ich finde es auch cool, dass sie dann eben sagt, so naja gut, eben sie braucht dann auch niemanden, der so oberflächlich ist, und das dann halt mit Gesundheit zu rechtfertigen, ist halt eine fade Ausrede, würde ich es mal nennen. Das waren aber auf jeden Fall die Geschichten für heute. Ich hoffe sehr, dass sie euch gefallen haben. Wenn ja, dann hinterlasst dem Video gerne einen Daumen nach oben. Ich verlinke euch jetzt noch hier seitlich zwei meiner letzten Videos. Da könnt ihr mich kostenlos abonnieren. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns ganz, ganz bald wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.